Hallo, ich bin Peter Jönk. Ich bin in der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und ansonsten als Innenarchitekt tätig bei Joy Design, was ich zusammen mit 4 Partnern führe, und wir machen hauptsächlich Hotels, planen Hotels. Nachhaltigkeit liegt mir sehr am Herzen. Ich bin auch schon vor fast 30 Jahren als Baubiologe unterwegs gewesen, was ich damals nicht hat durchsetzen können. Aber wenn Sie so auf die Villa gucken, das ist auch schon so ein Nachhaltigkeitsthema. Die ist gut 100 Jahre alt und wird nach wie vor intensiv genutzt, und wir empfinden sie auch sehr zeitgemäß. Also Nachhaltigkeit ist nicht immer nur natürliche Materialien, sondern Nachhaltigkeit ist ein Thema, was sehr tief in der Gesellschaft verankert ist. Und da finde ich zum Beispiel den Sebastian Herkner, der mit mir auch in der Jury sitzt, sehr beispielgebend. Der reist wirklich um die Welt und versucht mit Handwerkstechniken lokal Produkte neu zu erfinden, eben mit diesen traditionellen Techniken und landestypisch angepasst, aber modern interpretiert. Sowas ist für mich sehr nachhaltig, aber natürlich ist es auch nachhaltig, wenn Produkte in der Nachbarschaft gefunden werden und nicht weit reisen müssen, und wenn Produkte natürlich belassen werden und nicht mit Kunststoffen oder so hochglanzpoliert daherkommen. Ja, und Design, also wie ich sagte ja schon, liegt mir am Herzen, nachhaltiges Design liegt mir am Herzen. Und Designpreise gibt es ja reichlich, aber der Schwerpunkt Nachhaltigkeit, der ist mir bei keinem anderen Designpreis bekannt, und insofern halte ich jetzt diesen Deutschen Nachhaltigkeitspreis speziell auch fürs Design als besonders wichtig. Und ich kann auch nur alle dazu aufrufen, Studierende, Firmen, Hersteller, Marketingagenturen, sich daran zu beteiligen. Es ist wirklich eine einmalige Chance, dass unser Anliegen, unser Thema nachhaltiges Design die Publicity bekommt, die es auch verdient hat. Ja, ich freue mich auf rege Teilnahme und auf das, was da kommt.